So, da sind wir wieder von meiner Trainingsaktion zurück. Also, falls ihr es übersprungen habt, ihr habt nicht wirklich viel verpasst. Wir haben jetzt aufgeschrieben, wie die Level ungefähr aufgebaut sind, auch wenn wir nur die ersten drei Level rausgefunden haben. Also mit Level meine ich die hier bei den Skills: Kämpfer, Ninja, Priester und Zauberer. Da ist die erste Stufe wahrscheinlich Novize, dann Apprentice, dann Journeyman. Weiter konnte man noch nicht testen, weil wir einfach keine Level-Ups zustande bekommen haben. Insgesamt waren das, glaube ich, nur drei oder vier. Dafür haben wir mit bloßen Fäusten Riesenratten getötet. Was auch nicht schlecht war. Aber jetzt wollen wir da unten weitermachen. Wir sollten aber ein Feuerschild sprechen. Das war, was sagt meine Liste? N, Yin Yang. Flugzeug. Oh, so kriegt man anscheinend auch Priester-Level und er ist jetzt Craftsman. Ich glaube, er war Journeyman. Also kommt auf meine Liste hinter Journeyman Craftsman. Schön. Und er hat jetzt 215 Lebenspunkte und Zed hat 170. Mann, das ist so ein Depp. So, machst du jetzt das Ganze nochmal. Und machst auch gleich noch ein paar Heiltränke. Damit du auch vielleicht mal ein Priester-Level bekommst. Ja, er war echt eine komische Wahl. Also entweder mache ich irgendwas unbewusst mit ihm falsch, also level ihn nicht genug, oder er war von vornherein nicht so ein guter Char. Aber, mal gucken. Also, wir wollen jetzt da runter und wieder weglaufen. Ja, wenigstens überlebt er jetzt einen Blitzstrahl. Wir brauchen unbedingt den Spruch für Magieschild. Also wir wissen schon, wie ein Trank geht, der so ähnlich funktioniert, aber. Ja, was aber? Wir könnten einfach unseren besten Priester eine ganz hohe Version von dem Trank machen lassen. Aber erstmal müssen wir die Wunden wieder wegkurieren. Du, du. Und sonst ist keiner verletzt. Gut. Also, wer ist unser höchster Priester? Er ist ein Artisan und er ist ein Artisan und er ist ein Craftsman. Und er ist nix. Also Navi und Elijah sind fast gleich hoch. Das heißt, wir nehmen jetzt mal O. Das ist schon relativ hoch. Das ist die vierte Stufe. Und unser Schild Fragezeichen. War das das Magieschild? Ich glaube schon. Das war das hier. Und dann das da. Ah ne, das war ein Gruppenzauber. Okay, probieren wir einfach den mal aus und gucken, was passiert. Wir gehen jetzt runter, lassen uns absichtlich treffen. Kriegen genauso viel Schaden wie vorher auch. Das ist also kein Feuerschild. Was bleibt denn da noch? Ein Giftschild? Aber ein Giftschild wäre doch nicht blau. Na gut, wieder Wunden kurieren. Sonst hat keiner, das ist schon mal gut. Und das Schild geht auch recht schnell weg. Aber ja, das Schild merken wir uns trotzdem für später. Wenn wir später genug Mana haben, können wir einfach alle drei Schilde durchgehend laufen lassen, hoffe ich einfach mal. So, und wie war denn jetzt der Trank für den anderen Schutzschild? Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Dann müssen wir irgendwo eine Schriftrolle haben. Ja, das waren die ganzen Stat-Tränke. Licht und Dunkelheit. Blitz. Magische Sicht. Hatten wir ihn einfach durch Ausprobieren rausgefunden? Ich habe ihn trotzdem nicht aufgeschrieben. Oder ich habe die Schriftrolle weggeschmissen. Eins von beiden. Also ich habe nur aufgeschrieben. Stamina-Trank, Heiltrank bei den Tränken. Bei den Angriffszaubern der Giftball und der Feuerball. Und bei alternativen Sachen Feuerschild, Licht, Dunkelheit, Sicht, Fußstapfen und Schild. Aber halt dieses blaue Schild. Nö, dann wissen wir gar nicht mehr, wie der Mana-Trank ging. Der Magieschutztrank. Aber er kann nicht schwer gewesen sein, sonst hätten wir nicht rausgefunden. Also nehmen wir einfach mal das und das. Das könnte schon gewesen sein, oder? Nee, hat irgendwas anderes gemacht. Oder hast du jetzt so einen blauen Kreis? Nee, hast du nicht. Also der und der. Nein, der und der. Nein, der und der. Nein, der und der. Nein, der und der. Nein. Eigentlich wollte ich in der letzten Folge Priester-Level trainieren, aber ich glaube, es trainiert gar nicht, wenn man einen Spruch spricht, der keinen Sinn macht. Probieren wir mit dem alles aus.
Das war wieder das komische Schild. Und hier haben wir einen Trank mit dem Viereck. Jo. Und das macht den Schild. Also, Kraftrune, Viereck, Yin-Yang. Richtig? Richtig. Das schreibe ich mir sofort wieder auf, wenn ich meinen Inki finde. Also, Viereck, Yin-Yang. Viereck, Yin-Yang. Das ist Magieschild. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, denn Feuerschild haben wir ja schon als Schriftrolle gefunden. Und dieses blaue Schild hat nicht gegen den Blitzstrahl geholfen. Also wird das vielleicht ein physischer Schild sein, das wissen wir nicht. So, die Tränke können wir aber gleich mal wieder verbraten, denn die sind viel zu schwach gewesen. Und Elijah kann jetzt mal versuchen, eine höhere Version von dem Trank herzustellen. Und da ist Platz. So, nehmen wir mal... O ist schon ganz gut. Dann das und das. Oh, das und das. Oh, das und das. Und er kriegt sogar vier Flaschen hin. Das ist sehr schön. So, die trinken wir noch nicht. Die werden erstmal hier vorbereitet. Dann schlafen wir hoch und dann probieren wir die Tränke mal aus und lassen uns mal wieder von dem Auge treffen. Also ja, letzte Folge war gedacht als Trainingsfolge und diese Folge ist die Experimentierfolge. Jiha, das ist gleich wesentlich besser. So, ja, die ganzen Tränke. Also, Schluck. 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 Und Schluck. Meine Uhr ist auf 7 Minuten. Guck mal, wie lange das hält. Zauber können wir schon mal vorbereiten und runter. Ja, okay, wir sollten nicht unser Textobjekt... So, du musst uns jetzt blitzdingsen. Das hat nicht sehr viel gebracht. Also vielleicht ein bisschen weniger, aber nicht viel. Also wenn ich mich richtig erinnere, war Elijah letztes Mal, Quatsch, Zett, irgendwo hier gewesen. Bei den Sets sieht man auch nichts. Vielleicht müssen wir einen höheren Trank benutzen, aber das war schon ziemlich hoch. Wir können ja einfach mal wieder unsere Wunden heilen. Und danach machen wir einen ganz starken Trank und geben ihm nur Zed. Und gucken, wie viel er dann hat. Also jetzt ist er ungefähr hier gewesen nach dem Blitzstrahl. So, Elijah braucht eine Flasche. Trink mal das da. Nehmen wir mal das Höchste. Es wird wahrscheinlich nicht klappen, aber wir können es ja probieren. Nee. Und nochmal. Nee. Nabi, kriegst du das vielleicht hin? Wahrscheinlich nicht, weil du bist ja genau die gleiche Stufe. Aber... zu viel. Okay, nehmen wir eine Stufe weiter runter. Das und das. Na also. Schlafen wir nochmal hoch. Obwohl, erstmal sollten die beiden ihr Mana verbrutzeln. So, du auch noch. So, jetzt schlafen... Dann wird Zed abgefüllt und dann gucken wir mal, wie viel Schaden dann reinkommt. So, wer hat die Flasche? Er hat die Flasche. Jo. Schluck. Und runter. Wo ist unser Auge? Da ist unser Auge und Zed hat wesentlich weniger Schaden bekommen. Okay, wesentlich ist übertrieben. Also vorher war ich hier gewesen und jetzt ist er da. Aber es ist schon merkbar. Ja, den Spruch selbst zu kennen wäre natürlich wesentlich angenehmer. Aber da jetzt wild rumzuprobieren, dauert wahrscheinlich viel zu lange. Was wird bestimmt eine Vierer-Kombination sein. Also Dreier-Kombination, mehr gibt es ja nicht. Das erste ist ja nur die Stärke. Aber gut. Ob wir jetzt den Schild benutzen oder nicht, würde nicht viel Unterschied machen, denn er wird trotzdem nach 2 Schüssen tot. Aber für später wird es auf jeden Fall praktisch sein. Das heißt, er kriegt wieder... seine Stäbe in die Hand und dann bringen wir die Viecher da unten einfach um. Genug experimentiert. So, N-E. O-N-E. O-N-E. Kannst auch ein O-N-E und schlafen. Ja, schade, dass die Augen keine Feuerbälle schmeißen. Das wird das Ganze wesentlich einfacher machen. So, runter und da bist du schon und das ging schnell. Also viel aushalten tun die Gegner echt nicht. Das ist hier bei diesem Mod ein bisschen komisch. Aber gut,
Also, links an der Mauer lang ging bis zu einem gewissen Grad. Ich wollte eine Spur legen. Nur eine Spur aus was ist die Frage? Wir haben ja nicht wirklich viel, was wir einfach so hinschmeißen können. Und irgendwas haut uns. Wo kommt ihr denn her? Ist da der Geheimgang? Die respawnen direkt am Eingang. Das ist ja auch übel. Ich meine, es ist ja schön, das sind alles Kriegerlevel, die wir trainieren, aber ich würde auch ganz gerne mal weiterkommen und nicht immer nur hoch und runter, hoch und runter. Apropos Kriegerlevel, Egem hatte eben Update gehabt. Also eben, vor 2, 3 Minuten. Falsch. Richtig. Jetzt gehen wir mal. Hier kann noch nichts hinter uns spawnen. Du kommst jetzt da hin. So, jetzt gehen wir da hin und drehen uns um. Ne, hier ist keine Druckplatte, die den Spawner auslöst. Gehen wir hier in die Ecke wieder zurück. Da ist was gespawnt. Okay, es ist skurril. Vielleicht halten sie deswegen nicht so viel aus, weil es halt Respawn-Gegner sind und keine regulären. Aber gut, wir wollten links an der Wand lang. Das konnten wir irgendwie unendlich lange machen. Das heißt, irgendwo wird hier entweder ein Schalter sein oder wir werden zurück teleportiert. Erstmal gucke ich nach dem Schalter. Oh, da sehen wir schon wieder die Treppe. Also ja, wir werden zurück teleportiert. Das heißt, wir gehen jetzt links an der Wand lang. Und gehen jetzt mal hier nicht links lang, sondern geradeaus. Und weiter geradeaus. Und gehen dann links rum. Wir müssen ja eigentlich eine Schlange bilden. Das Ganze wird durch diese fliegenden Augen nicht wirklich leichter. Heiltrank. Heiltrank. Und ich hoffe einfach mal, dass hier nicht noch einer ist. Sonst werden wir einfach den Panikknopf drücken müssen und die Zeit ein bisschen anhalten. Schlafen war auch keine gute Idee gewesen eben gerade. Was war verklickt? So, also geradeaus weiter. Dann rechts rum. Und dann müsste die Schlange eigentlich vorbei sein. Ah, noch ein Auge. Komm her. Und ein Zauberer-Level. Sehr schön. Wir wurden irgendwo wieder zurück. Ah, nee, hier geht's weiter. Sehr schön. Ein Schlüssel, zwei Schlösser. Das kann doch nur schief gehen. Wähle eine Tür. Ja, das kann definitiv nur schief gehen. Links oder rechts? Bei einer Links- oder Rechtsentscheidung entscheiden sich die meisten Leute für rechts, also nehme ich einfach mal links. Komm, stopp, stopp. Oh, ein Kriegerlevel. Und das sogar bei Z. Das ist doch genau das Richtige. Stirb. Und wärt ihr Jungs früher gekommen, hätten wir eine Spur legen können aus Schildern und Schwertern. Das wäre praktisch gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Oh. Oh ne, das ist der Fallschirm, den ich gerade geworfen habe. Ich dachte schon, da vorne liegt ein neues Schwert. Stirb, stirb, stirb. Ist das sicher ein Fallschirm? Ja. Also ein Säbel, glaube ich. Auch wenn es ganz schön massiv aussieht für einen Säbel. Komm, mehr Kriegerlevel. Wir brauchen mehr Kriegerlevel. Und er sollte mal ein bisschen zaubern, damit er auch Zaubererlevel bekommt. Und überhaupt Level, Level, Level. Alle Level für Z. So, rechts rum ging es auch noch. Gucken wir mal kurz hier zu Ende. Skorpion. Ich glaube, die waren ziemlich garstig. Wir schmeißen mal ganz viele Feuerbilder dahin, die hoffentlich auch irgendwas treffen. Wir halten echt viel aus. Ja, frieren wir mal das Leben ein. Wenn der Block endlich bereit ist. So, einfrieren, stellen uns da hin und hauen drauf. Super, das hätte ich mir auch sparen können. Na gut, ah, wir haben ja ein paar über. Das passt schon. So, Essen können wir auch ein bisschen aufessen, damit wir wieder Platz haben. Nicht mehr so überladen sind. So,
Bogen kann noch weg. So, er ist nicht überladen, er ist nicht überladen, er ist nicht überladen. Nur noch er. Und er hat die ganz schweren Sachen. Ah, es geht noch. Tauschen wir mal einen leeren Wassersack gegen. Da wiegt alles nichts. Vielleicht hätten wir die Magier doch nicht mit Kettenpanzern und so ausstatten sollen. Es kann ja gut sein, dass die wirklich nichts bringen. Also ich gehe ein bisschen davon aus, dass sie auch ein wenig gegen Feuerbälle und dergleichen schützen. Weil sonst werden sie ja gar nicht im Nahkampf getroffen, wenn es gut läuft. Ah, vielleicht fällt euch dazu ja was ein. Eventuell nehmen wir dann die ganzen Kettensachen einfach weg, geben ihnen irgendwelche stinknormalen Klamotten in die Hand und können dadurch dann wesentlich mehr tragen. Aber gut, dann ist halt jetzt einer überladen, sei es drum. Was haben wir hier stehen? Die Sicht. Die Sicht. Habe ich noch nicht aufgeschrieben. Doch, habe ich aufgeschrieben. Das heißt, der kann auch weg. So, Feuerball vorbereiten. Und ging es hier weiter? Ich glaube, hier war der Skorpion, ne? Tok. Kommt hier noch ein Skorpion? Ne, aber eine Druckplatte, die hatten wir vorher nicht gesehen. Also ja, hier geht's weiter. Das heißt, wir speichern jetzt ab. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, ob da noch... Erstmal speichern wir bitte schön richtig ab. So. 31. Und in der nächsten Folge gucken wir, ob da noch mehr Skorpione sind. Also bis dann.